Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr trotz Adventszeit hierher gekommen seid, um euch mit biblischer Konfliktlösung zu beschäftigen. Ich habe die ersten beiden Abende und auch diesen dritten Abend möchten wir dafür verwenden, dass wir uns erst einmal ein Stück weit damit vertraut machen, wie der Mensch nach Gottes Wort, nach seiner Diagnose, nach Gottes Diagnose eigentlich in seinem Inneren funktioniert. Denn wenn wir nicht klar verstehen, wie unser Verhalten eigentlich, von was unser Verhalten eigentlich bestimmt wird, dann ist es sehr, sehr schwer, den Grund für die Konflikte, die wir alle ja haben in unseren Beziehungen mit den Mitmenschen, diese Konflikte wirklich zu verstehen. Wir werden deswegen heute Abend, den dritten Abend, nochmal darauf verwenden, wie funktioniert der Mensch eigentlich? Ja, das Herz spielt dabei eine große Rolle. Und die nächsten vier Abende wollen wir dann mehr in die Praxis einsteigen. Wie sieht eigentlich Konfliktlösung nach Gottes Plan, nach seinem Wort aus? Ich wiederhole am Anfang vielleicht noch mal ein bisschen die ersten beiden Abende und so sukzessive steigen wir dann in neues Material ein. Ich habe übrigens dann später auch so ein Schaubild vorbereitet, das können wir dann vielleicht austeilen. Ja, wofür lohnt es sich wirklich zu leben? Wir haben festgestellt, dass ein jeder von uns, jeder Mensch als Anbeter geschaffen ist. Und wir müssen das richtig verstehen. Anbetung ist keine Aktivität, die wir nur sonntags mal anderthalb Stunden in einem der vielen Gottesdienste praktizieren, sondern Anbetung hat eigentlich viel mit Begeisterung zu tun. Jeden Morgen stehen wir auf und wir möchten uns eigentlich für etwas begeistern. Oder man könnte es auch anders ausdrücken, es hat was mit Freude zu tun. Jeden Morgen stehe ich auf und ich möchte mich an etwas erfreuen. Und das ist keine Entscheidung, die ich da treffe. Ja, ich sage nicht, ach, heute möchte ich mal an etwas Freude haben oder heute möchte ich mich mal für etwas begeistern oder biblisch gesprochen, heute möchte ich mal etwas anbeten. Das ist keine Tat, die wir vollbringen, sondern das ist mehr eine Identität. Gott hat die Brigitte und den Stefan und den Mike und alle anderen als Anbeter geschaffen. Das ist der Grund unseres Daseins, weil wir uns ja für Gott begeistern sollen. Und das Traurige ist, wenn ich es nicht schaffe oder wenn ich diesem Lebenssinn nicht folge, wirklich mich für Gott zu begeistern, höre ich nicht auf, Anbeter zu sein. Ich möchte mich trotzdem erfreuen. Ich möchte trotzdem eine Begeisterung im Leben erfahren. Die Frage ist nur, wenn es Gott nicht mehr ist, der in der Mitte unseres Lebens steht, für den wir eigentlich von Anfang an geschaffen wurden, dann drängt sich, ist keine Frage, ist eine Feststellung, dann drängt sich etwas anderes in diese Mitte unseres Herzens. Das ist die Diagnose, die zum Beispiel Paulus auch in diesem Römerbrief, in dieser Kathedrale des Evangeliums stellt. Die Schöpfung soll eigentlich zeigen, wie groß Gott ist. Und mit Hilfe der Schöpfung sollen wir eigentlich die Größe Gottes anbeten. Aber Römer 1, Vers 25, wir haben diese wahre Anbetung verkehrt. Wir wollen nicht den wahren Schöpfer anbeten und sind wohin gelangt? Letztendlich zur Selbstanbetung. Wir gebrauchen die ganze Schöpfung. Wir gebrauchen auch den Nächsten, der uns so lieb und teuer ist, nicht selten, damit er uns Freude machen soll, damit er uns verehren soll. Das ist auch der Grund, warum ich habe das Beispiel, ich weiß nicht, welche Beispiele ich schon die ersten beiden Abende gebracht habe. Vielleicht kommt deswegen auch manches doppelt, aber jemand wesentlich Größeres vor mir hat gesagt, euch häufiger das Gleiche zu sagen, ist mir nicht verdrießlich. Ja, also kommt vielleicht auch mal ein Beispiel doppelt. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir einem Alkoholiker nicht wirklich helfen können, wenn wir ihn versuchen, einfach nur vom Alkohol wegzubringen. Wenn du einen Alkoholiker fragst, warum er loskommen will, nicht warum er zur Flasche gegriffen hat, das ist oft indirekt. Ja, er hat nicht in dem Alkohol seine Hoffnung gesehen, das ist ganz klar. Aber er wollte Freude, er wollte Zufriedenheit, er konnte sie nicht finden in verschiedenen Dingen und hat sich den falschen Trost gesucht, den falschen Tröster.
Und das ist sehr oft der Weg in Abhängigkeiten. Wenn du einen solchen Abhängigen, zum Beispiel einen Alkoholabhängigen, fragst, warum willst du denn eigentlich frei werden von deiner Alkoholsucht? Dann sagt er meistens, ich habe meine Arbeitsstelle verloren, ich habe vielleicht meine Familie verloren, ich habe gewiss meine Freunde verloren, ich habe mein Ansehen verloren, ich habe vielleicht sogar meine Gemeinde verloren. Aber interessanterweise fängt jeder dieser fünf Begründungen mit ich an. Es geht ihm jedes Mal nur darum, um ihn, was er verloren hat durch diesen Alkohol. Tatsache ist, jeder Mensch, auch jemand, der sich leider den falschen Tröster gesucht hat, in einer Abhängigkeit, der sich in Abhängigkeit begeben hat, jeder Mensch, auch dieser Alkoholiker, ist für Gott geboren worden. Wir haben uns nicht selbst gemacht, sagt Psalm 100, sondern wir sind von ihm, er hat uns das Leben geschenkt. Und deswegen sollen wir, und das ist das ganze Thema von diesem Psalm 100, sollen wir uns an ihm freuen und sollen ihm die Ehre geben. Und das kommt gar nicht in den Sinn und das ist so wichtig, gerade zum Beispiel auf dem Weg, wenn wir Abhängigen helfen wollen, dass sie wirklich den Gegenstand der wahren Anbetung kennen und schätzen lernen. Dass sie verstehen, Mensch, mein größtes Problem ist nicht der Alkohol, mein größtes Problem ist, dass ich versucht habe, eine Zufriedenheit, ein Leben außerhalb von Gott zu finden. Es geht darum, ein bestimmungsgemäßes Leben zu leben. Und ich möchte euch, es soll nicht nur Ermahnung sein an dem Punkt, es soll auch wirklich Trost sein. Ich weiß nicht, haben wir Römer 3, Vers 23 an einem der ersten Abende gelesen? Alle haben gesündigt, haben wir darüber gesprochen. Gut, dann mache ich das kurz als Wiederholung. Es soll uns Trost sein. Im Römerbrief sagt Paulus dann im dritten Kapitel, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Ich habe euch dann vermutlich gesagt, ich habe als Kind den Vers schon auswendig gelernt, den ersten Teil konnte ich gut verstehen. Alle haben gesündigt. Und Sünde ist viel mehr. Das habe ich mir sagen lassen, das habt ihr auch am Sonntag auf der Adventsfeier gehört. Sünde ist viel mehr als einfach nur das Begehen von schlechten Taten, von ein bisschen Lügen oder Raub oder Diebstahl oder sonst irgendwas. Der Kern von Sünde ist eigentlich, dass ich das Ziel verfehle. Und das Ziel, das wahre Ziel, für das jeder von uns geschaffen wurde im Raum ist, dass ich mich nicht für mich selbst begeistere, sondern dass ich mich für den begeistere, der alles gemacht hat und auch mir das Leben geschenkt hat. Und Paulus kommt zu dieser niederschmetternden Diagnose, alle haben gesündigt. Aber gleichzeitig ist in diesem zweiten Teil, den ich lange nie verstanden habe, auch ein Trost drin. Und verfehlen die Herrlichkeit, die sie eigentlich bei Gott haben sollten. Oder Luther sagt, sie verfehlen den Ruhm, den sie eigentlich bei Gott haben sollten. Mit anderen Worten, es ist ein Ruhm vorhanden, es ist eine Herrlichkeit vorhanden. Aber diese wahre Herrlichkeit finde ich nicht darin, dass alle Menschen mir zu Füßen liegen und sich für mich begeistern, sondern die wahre Herrlichkeit finde ich darin, dass ich für den König der Könige, für den Herrn der Herren, für den Schöpfer aller Dinge mein Leben führe und mich für ihn begeistere. Das ist kein Leben zweiter Klasse. Es sieht so unattraktiv aus, wenn Mike nicht mehr im Mittelpunkt des Lebens steht. Und das ist eine Lüge Satans von Anfang an. Und Tatsache ist, es ist das wahre Leben, wenn der Mike nicht mehr im Mittelpunkt steht. Auf dem Weg zum wahren Leben muss ich das eigene Leben aufgeben. Lukas 9, Vers 23 sagt das der Herr Jesus. Wer mir nachkommen will, wer wahres Leben finden will, der muss sich selbst verleugnen. Und das ist nichts Negatives, auch wenn es so negativ erscheint im ersten Moment. Das ist eine Befreiung. Der Weg zum wahren Leben führt nun mal über den eigenen Tod. Ich muss mich selbst verleugnen, muss mich selbst aufgeben und muss einem anderen nachfolgen. Aber das ist ein Vorrecht. Das ist die größte Herrlichkeit, die für den Menschen zur Verfügung steht. Das ist wahre Identität, die eben nicht in mir gefunden ist, in meiner Verherrlichung, sondern in der Verherrlichung dessen, für den es sich wirklich lohnt zu leben. Der Apostel Johannes schließt er auch die Offenbarung, aber gleich zu Anfang, im Kapitel 4 und im Kapitel 5 beschreibt er, was im Himmel vor sich geht. Ab Offenbarung 4, Vers 11 und Offenbarung 5, Vers 12. Unaufhörliche
Anbetung. Du bist würdig zu nehmen Lob und Ehre, Reichtum und Stärke und Lobpreis. Das ist der Sinn der ganzen Schöpfung. Gott möchte sich mitteilen und aufgrund dieser Mitteilung sollen wir mit Anbetung reagieren. Ich blätter ein bisschen vor. Und deswegen stellt sich die Frage, und das ist so wichtig auch für die Konflikte, die wir miteinander haben, was regiert wirklich dein Herz? Um was dreht sich dein Leben wirklich? Was willst du wirklich? Was macht dich wirklich zufrieden? Was erfreut dich wirklich? Für was begeisterst du dich wirklich? Ja, das ist halt leider extrem trügerisch. Wir sagen alle, wir sind Christen, wir sagen alle, wir haben den Herrn Jesus angenommen und weil er sein Leben für uns gegeben hat, haben wir ihn auch sehr lieb. Aber ihr Lieben, das Herz ist wirklich sehr trügerisch. Im Alten Testament kam es zu einem Punkt, dass das Volk Israel, Hesekiel spricht davon, dass das Volk Israel synkretistisch war. Ist ein Fremdwort, aber es ist eigentlich relativ leicht zu erklären. Sie hatten beides. Sie hatten auf der einen Seite den wahren Gott Israels und sie hatten auf der anderen Seite all die vielen anderen Dinge in ihrem Leben, so will ich es jetzt mal sagen, für die sie sich begeistert haben, die ihnen wirklich Freude verschafft haben. Und sie wollten irgendwie beides. Ja, sie wollten ja das Volk Israels sein, aber sie wollten ihre wahre Befriedigung aus diesem Leben und was das Leben ihnen bieten kann, wirklich bringen, ziehen. Und wenn dann, ich spule schon mal ein bisschen vorwärts, und wenn dann jemand mir dort in die Quere kommt, wenn mir dort jemand versucht, das streitig zu machen, wo ich meine Freude von haben möchte, ja, von zum Beispiel, dass meine Kinder selbsterziehend eigentlich sein sollten und dann sind sie es nicht, oder dass mein Nachbar das als ein Vorrecht empfindet, dass er neben mir wohnen darf und dann tut er das gar nicht, ja, oder wenn meine Frau eigentlich meine Erfüllung sein soll, meine Anbeterin, ja, die sich nur um mich dreht, die mich abends jeden Abend im Abendkleid mit wohlgedecktem Tisch und Kerzenschein begrüßt. Ja, wenn das der Grund meiner Anbetung, der Grund meiner Freude, der Grund meines Lebens ist, dann kommt es unweigerlich zu Konflikten. Weil so sieht wahrscheinlich der Montag und der Dienstag und manchmal die ganze Woche nicht aus oder das ganze Jahr. Israel war an einem ähnlichen Punkt. Wir haben kaum die Zeit dafür. Wie lange haben wir Zeit? Bis kurz vor acht oder viertel vor acht, ist das richtig? Maximal. Okay. Das Äußerste. Na gut. Deswegen müssen wir uns die Frage stellen, was regiert wirklich unser Herz? Vielleicht lesen wir doch diesen Abschnitt aus Hesekiel 14, die Verse 1 bis 5. In Hesekiel 14, Vers 1 heißt es, und es kamen Männer von den Ältesten Israels zu mir und sie setzten sich vor mir nieder. Also Hesekiel schreibt hier, und das Wort des Herrn geschah zu mir. Menschensohn, also jetzt redet Gott zu Hesekiel, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen und den Anstoß zu ihrer Schuld vor ihr Gesicht gestellt. Sollte ich mich da etwa von ihnen befragen lassen? Seht ihr, das ist dieser Synkretismus. Auf der einen Seite haben sie die Götzen in ihrem Herzen aufgerichtet, das, was ihnen wirklich Freude macht, haben sich von Gott abgewendet, aber gleichzeitig kommen sie durch Hesekiel zu Gott und wollen ihn befragen. Ihr Herz ist nicht aufrichtig. Ja, sie benutzen Gott eigentlich nur als Wahrsager, was denn demnächst passieren wird und wie sie diesem Schicksal entrinnen können. Darum rede mit ihnen und sage zu ihnen, so spricht der Herr Jahwe. Jedermann vom Haus Israel, der seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt und den Anstoß zu seiner Schuld vor seinem Gesicht aufrichtet und dann zum Propheten kommt, ich, der Herr, ich selbst, lasse mich für ihn zu einer Antwort bewegen, gemäß der Menge seiner Götzen, damit ich das Haus Israel an seinem Herzen fasse und sie sich allesamt um ihre Götzen willen von mir abgewandt haben. Es sind die richtigen Leute, sie kommen auch zum richtigen Gott, aber sie kommen mit falschen Motiven. Sie kommen mit falschem Herzen. Ein Präzedenzfall oder ein prädestiniertes Beispiel im Neuen Testament wären die Pharisäer. Die Pharisäer waren das Dreamteam eines jeden Pastors oder eines jeden Ältesten. Die Pharisäer
die waren immer da, wenn die Gemeindetüren aufgegangen sind. Die Pharisäer haben immer in der ersten Reihe gesessen. Die Pharisäer kamen immer mit Zettel und Bleistift. Die haben immer mitgeschrieben. Die Pharisäer, die waren immer ganz Ohr, die haben immer ganz zugehört. Aber ihr Herz war weit entfernt davon, wirklich den Gott Israels anzubeten. Was haben sie wirklich angebetet? Ihre Stellung, ihre Vormachtstellung im Volk Israel. Und dafür haben sie alles getan. Sie sind so weit gegangen, dass sie den König der Könige ums Leben gebracht haben, weil er ihnen Konkurrenz gemacht hat. Seht ihr, wie wichtig Anbetung für das Verständnis von Konflikt ist? Wahrscheinlich einer der größten Konflikte, die wir in der damaligen Zeit sehen können, war der zwischen den Pharisäern und dem Herrn Jesus. Und dieser Konflikt hat so weit geführt, dass die Pharisäer, die eigentlich das Willkommensteam sein sollten für den Herrn Jesus, die Ersten sein sollten, die sagen, das ist er. Das waren diejenigen, die den Herrn Jesus letztendlich ans Kreuz geführt haben. Wie natürlich auch das Volk Israel, wie natürlich auch das Römische, die römische Obrigkeit und wie natürlich auch du und ich. Meine Selbstanbetung, meine Selbstverherrlichung haben letztendlich, wenn du so willst, dazu geführt, dass der Herr Jesus Christus sein Leben hingegeben hat. Das ist Christus. Wir stehen im Konflikt mit ihm, weil wir unsere Götzen lieber haben als ihn. Und was tut er? Er gibt sein Leben für uns. Damit wir nicht nur gerettet werden, das wäre wieder sehr selbstsüchtig. Ich will vom Alkohol frei werden. Nein, damit er uns umso mehr Grund gibt, uns wirklich für ihn zu begeistern. Der uns erstens schon das Leben und alles, was für die Lebensgrundlage notwendig ist, die ganze Schöpfung gegeben hat, aber der uns zweitens sogar, obwohl wir ihn verleugnet haben, ewiges Leben geschenkt hat. Wie viel mehr Grund habe ich jetzt, ihn aufgrund seiner Liebe, seiner unverdienten Liebe, seiner unverdienten Freundlichkeit und Gnade und Barmherzigkeit anzubeten. Nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch wegen seiner Gnade und Barmherzigkeit. Das macht uns wirklich frei. Ich spule wieder ein bisschen vor. Ja, das macht wirklich frei von diesem Leben der Selbstanbetung. Aber das Herz ist trügerisch. Ja, deswegen wollen wir uns heute Abend noch einmal mit diesem Herzen beschäftigen oder auch dieser Frage nachgehen, was ist wirklich ein Götze in unserem Herzen? Ja, als Definition können wir vielleicht sagen, ein Götze ist alles und jeder, der neben oder sogar über dem Herrn praktische Herrschaft über mein Herz gewinnt. Oder wir können es anders sagen, ein Götze in meinem Herzen ist alles, was in meinem Leben die beherrschende Stellung einnimmt, die eigentlich Gott haben sollte. Oder ein Götze in meinem Herzen fragt danach, wie ich mein Reich bauen kann, wie mein Wille geschehen kann, so im Himmel, wie im Himmel, so auch auf Erden. Schaut, und dieser Götze können die unterschiedlichsten Dinge sein. Das kann Anerkennung sein, wie bei den Pharisäern. Das kann Ansehen sein, das kann Vormachtstellung sein. Das können aber auch ganz andere Dinge sein. Das kann auch Bildung sein. Das ist indirekt, ja, das will mich dann auch verherrlichen. Ich kann mich mit der Bildung, kann was Gutes sein, wenn die Bildung dazu führt, dass ich Gott besser erkenne, um ihn besser zu verherrlichen. Aber ich kann die Bildung auch benutzen, um mich zu verherrlichen, um mich groß zu machen. Oder ein Götze, und das mag uns vielleicht überraschen, kann auch die Gesundheit sein. Stellt euch vor, Joni Erickson Tada zum Beispiel, ich durfte mal ihr Zeugnis hören, wenn für Joni die Gesundheit das Wichtigste im Leben geworden wäre, dann wäre es zum Götzen geworden und sie wäre eine bis ans Lebensende depressive Frau gewesen. Weil kaum einer von uns, glaube ich, kann sich vorstellen, was es heißt, in einem Körper zu leben, wo man noch nicht einmal den Kopf ordentlich, also die Muskeln ordentlich benutzen kann. Also Kopf halten, soweit ich weiß, kann sie noch, aber von diesem Punkt an, vom Genick an, wo eigentlich die meisten sterben, wenn sie sich das Genick brechen, vom Genick an ist sie bis zum heutigen Tag gelähmt. Wenn Gesundheit das Wichtigste in ihrem Leben geworden wäre, zum Götzen geworden wäre, was ihr wirklich Zufriedenheit und Ruhe und Freude verschafft, Begeisterung verschafft, dann wäre sie die elendste Frau geblieben. Aber gleichzeitig ist sie zu einer Ermutigerin, zu einer Trösterin für viele, viele Menschen geworden, bis zum heutigen Tag. Warum? Weil Christus die wahre Mitte ihres Lebens geworden ist, weil sie es nicht zugelassen hat, dass die Gesundheit ihr zum Götzen wird.
Von Johannes Calvin stammt der Satz, das Herz ist eine wahre Götzenfabrik. Warum? Weil der Mensch leider in der Lage ist, alles und jedes zu einem Götzen umzufunktionieren. Das kann auch Genuss sein. Ja, ich glaube, in der westlichen Welt ist das ein sehr großer Götze. Ich möchte ein leichtes Leben haben. Es muss immer 20 Grad um mich herum haben. Ich darf nie eine Erkältung haben. Ich möchte immer ein wohlschmeckendes Essen haben und das auch ganz schnell und sofort. Ja, oder denkt an Fernsehen. Warum machen wir das? Ja, viele von uns, weil wir genießen wollen oder weil wir entfliehen wollen in eine andere Welt, um uns mit irgendeinem Götzen zu identifizieren, mit irgendeinem Idol. Das ist auch der Grund für eine milliardenschwere Filmindustrie. Haben wir, glaube ich, auch schon mal an dieser Stelle drüber gesprochen. Besitz kann zu einem Götzen sein. Bestätigung kann zu einem Götzen in unserem Herzen werden. Respekt, wir Männer, unseren Frauen gegenüber, gerade in der Ehe, ja, kann zu einem Götzen werden. Natürlich ist es gut und richtig, wenn eine Frau ihren Mann respektiert und der Mann der Leitende sein soll. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Ja, wir Männer sollen die Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und welche Frau respektiert dann nicht einen Mann, der bereit ist, sie wie sein eigenes Fleisch zu behandeln? Aber selbst wenn sie es nicht tut oder nicht nach dem Wollen des Mannes, seht ihr, wie viel Grund dafür Konflikt da ist. Wenn das zu dem Grund deiner Befriedigung wird, wenn dir das mehr Freude verschafft, der Respekt deiner Frau, als die Liebe des Herrn Jesus Christus, die er für dich bewiesen hat, zum Beispiel am Kreuz von Golgatha. Ihr seht, dass das Herz ursächlich ist für, und das, was ich in meinem Herzen wirklich als anbetungswürdig aufrichte, das ist ursächlich für jeden Konflikt, den ich mit unserem Nächsten erlebe. Die Probleme, die Konflikte, die wir mit Familienmitgliedern haben, die rühren nicht einfach nur daher, dass sie sündigen. Das wäre fast sogar noch ein reines Motiv. Ja, es gibt sowas wie gerechten Zorn. Unsere Probleme mit unserem Nächsten rühren daher, dass sie letztendlich auf die Götzen unseres Herzens treten. Seht ihr das? Ja, wenn ich nach Hause komme, wie gesagt, dann erwarte ich eine völlig geheiligte, schön wohl anzusehende Frau mit einem aufgeräumten Haus, was mir dient. Es ist nichts Böses, sowas zu erwarten. Aber wenn das zum Grund meiner Anbetung wird, wenn mir das wahre Zufriedenheit verschafft, dann werde ich natürlich sauer, wenn es nicht so aussieht, wie ich mir das vorstelle, wenn ich nach Hause komme. Oder wie gesagt, ich will diese selbsterziehenden Kinder, die, ohne dass ich ihnen ein Wort sage, um 20 Uhr mit geputzten Zähnen ins Bett marschieren. Ja. Und wenn das dann nicht so passiert, werde ich dann wirklich zornig, weil ich sehe, dass ihre Beziehung zu ihrem Herrn auf dem Spiel steht? Das wäre Sünde. Nein, ich werde zornig, weil ich meine Ruhe haben will und weil ich glaube, dass ich ein Recht darauf habe, ab 20 Uhr Ruhe im Haus zu haben. Deswegen werde ich zornig. Oder wie gesagt, ich will auch den Nachbarn, der es als ein Vorrecht ansieht, dass er neben mir leben darf. Oder ich will Verkehrsteilnehmer, die am liebsten gar nicht da sind. Ich will freie Bahn. Ja, ich komme gerade wieder aus einer Stadt, wo ein Dutzend Fahrspuren nebeneinander sind. Ein Dutzend. Uns reicht trotzdem nicht. Und du musst eine Stunde früher losfahren, um die paar Kilometer zum Flughafen hinter dich zu bringen. Und was denkst du dann? Da denkst du, du bist der Einzige, der jetzt ein Recht hat zu fahren. Aber da sind tausende andere neben dir. Und die denken genau das Gleiche. Und die Lösung, und damit enden wir diese Wiederholung, die Lösung liegt in einem, in nichts weniger als einem Anbetungswechsel. Götzen fordern Anbetung, seht ihr das? Und deswegen muss ein Anbetungswechsel stattfinden. Ich muss lernen, etwas anderes anzubeten, mich für etwas anderes zu begeistern, dass etwas anderes mir wahrlich Freude bereitet. Können wir eigentlich den Beamer heute Abend benutzen? Könnt ihr den in Schwung schaffen? Ich gucke an. Nee, können wir nicht. Gut. Dann nutzen wir nachher die Blätter, warten noch einen Moment, dann machen wir das alles mit Papier. Dann brauchen wir auch keinen Laserpointer. Aber versteht, ich muss anbeten. Ich muss zu irgendeiner Freude leben. Das ist Identität. Ja, so wie ich jeden Tag essen muss, das ist Teil meiner körperlichen Identität, muss ich auch anbeten. Das ist kein optionaler Prozess. Das ist nichts, für was ich mich entscheide. Und deswegen muss auch ein Anbetungswechsel in unserem Herzen stattfinden. Ich muss lernen, für etwas anderes zu leben, als meiner selbst, als der Befriedigung meiner selbst. Dieser Macht oder dieser Anbetungswechsel,
ist die ultimative und unentbehrliche Voraussetzung, um letztendlich auch mit meinen Mitmenschen im Einklang zu leben. Als unerlöster Mensch, da will ich alle Menschen, alle Mitmenschen gebrauchen letztendlich zu meiner Verherrlichung. Aber als erlöster Mensch habe ich mich daran gewöhnt und bin nicht automatisch nur noch für Gott zu begeistern. Ja, ich kann immer noch als erlöster Mensch tausende von Götzen in meinem Herzen haben, sonst hätten die ganzen Briefe, ein Großteil der Briefe, wäre nie geschrieben worden. Ja, wenn die Menschen mit Kraft der Wiedergeburt gar keine Probleme mehr mit Götzendienst, mit einer Begeisterung außerhalb von Gott hätten, dann hätte es keinen Streit mehr zwischen den Frauen in Philippi gegeben. Dann hätte Markus nicht in den Sack gehauen. Ja? Oder dann hätten manche andere noch auf viel schlimmere Weise, weil später wollte er ihn wieder bei sich haben, hätten andere nicht die Welt lieb gewonnen. Und letztendlich hätte es auch keinen Galaterbrief gegeben, weil es dient letztendlich auch wieder unserem Stolz, unserer Selbstanbetung, wenn ich doch noch was zum Evangelium hinzutun kann. Versteht ihr? Gnade ist der Feind meines Stolzes. Wenn es wirklich nur Gnade ist, dann bleibt ja nichts mehr für mich übrig, was ich noch dazu tun kann. Aber Christus plus irgendwas ist gleich gar nichts. Das ist der Galaterbrief. Und das ist das gleiche Problem. Wir wollen nicht diesen Stolz, diese Selbstsucht, diese Selbstanbetung, ich kann noch was. Selbst macht das vom Evangelium keinen Halt. Und deswegen so viel Not, auch manchmal in der Nachfolge, mit der Gnade oder mit wahrer Sicherheit im Heil. Das Problem der Heilssicherheit ist nicht, dass wir so, dass unser Gott so klein und so schwach ist, uns zu retten zu können. Das Problem ist, dass wir ihn so klein machen. Wenn wir wirklich wüssten, wie groß und herrlich er ist, kämen wir niemals, auch nur im Traum darauf, auf die Idee, dass wir zu unserem Heil noch etwas beitragen könnten. Weder vor der Bekehrung noch nach der Bekehrung. Ja, das führt jetzt zu weit, aber es ist im Grunde genommen das gleiche Problem. Ja, in dem Fall drückt sich's in Stolz aus. Es gibt aber Hoffnung, ihr Lieben, und darauf wollen wir heute Abend eingehen. Das Wort Gottes, ihr könnt dazu vielleicht mal aufschlagen, Hebräer 4, Vers 12. Die meisten von euch kennen den Vers ohnehin von Herzen, also auswendig. Aber das Wort Gottes heißt es vom Hebräerbriefschreiber, ist lebendig und ist wirksam und ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, ich lese von der Elberfelder, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Der Text ist oft ein Stück weit missverstanden worden und das hängt mit Luther zusammen, weil Luther hier von Mark und Bein spricht. Ja, das ist ein geflügeltes Wort und das ist heute noch in unserem Sprachgebrauch, aber es heißt hier gar nicht Mark und Bein, vielleicht sollte ich gar nicht so lange darauf eingehen. Es heißt wirklich, das ist auch im Griechischen unmissverständlich, weil es gibt ein Wort für Knochen im Griechischen. Das ist aber nicht das Wort, was hier steht. Das Wort, was hier steht, heißt wirklich Gelenke. Das Wort Gottes ist in der Lage, vorzudringen. Das ist eigentlich der Sinn von Hebräer 4, Vers 12. Es geht nicht um eine Pathologie, dass ich etwas voneinander scheiden kann. Habe ich das richtig benutzt? Wie die Pathologen, die was aufschneiden und voneinander trennen. Das ist nicht der Sinn von Hebräer 4, Vers 12, sondern das Wort Gottes ist lebendig, lebendig, und es ist wirksam, und es ist scharf, schärfer wie jedes zweischneidige Schwert, sodass es durchdringt, und bis wohin vordringt? Bis zum Mittelpunkt. Das wollte das wollte der Hebräerbriefschreiber eigentlich sagen. Es durchdringt bis zur Mitte, und wenn ich hier bis zur Mitte vordringe, wo komme ich dann raus? Beim Mark. Tiefer geht es nicht. Wenn ich weitergehe, komme ich auf der anderen Seite raus. Das ist der Sinn von Hebräer 4. Oder wenn ich hier bis zur Mitte vordringe, in meinem Handgelenk, wo komme ich da hin? Bis zum Gelenk. Da ist halt nun mal kein Mark. Da ist ein bisschen Gelee oder irgendwas, hoffentlich.
Ja, und tiefer, die Ärzte unter uns werden das bestätigen, und tiefer geht's nicht. Wenn ich in der Mitte des Gelenkes rausgekommen bin und der Scheibe oder was immer da ist, dann gehe ich weiter und dann komme ich wieder auf der anderen Seite raus. Und das wollte der Hebräerbrief sagen. Wir haben das Wort Gottes. Und das Wort Gottes hat die Macht, vorzudringen bis zum Innersten meines Herzens. Denn tiefer geht es nicht. Das ist keine Anthropologie, um zu sagen, der Mensch besteht aus einer Seele und aus einem Geist. Das ist gar nicht der Sinn. Seele und Geist ist ein Synonym. Und er will einfach nur sagen, es dringt vor bis zum Innersten. Und du darfst es Seele nennen, du darfst es Geist nennen, du darfst es Herz nennen, du darfst es innerer Mensch nennen. Das spielt keine Rolle. Das sind Synonyme für das, was dich wirklich antreibt, was du wirklich lieb hast, was du wirklich anbetest. Also mithilfe des Wortes Gottes haben wir das Werkzeug in der Hand, um die Götzen unseres Herzens offenbar zu machen, aber auch ablegen zu können und wahren Gottesdienst anziehen zu können. Dieser Machtwechsel wird nicht stattfinden, wenn uns der Herr nicht durch sein Wort das Herz öffnet. Und das Herz ist, Entschuldigung, und das Wort ist zuverlässig. Ja, es ist wie ein riesengroßer Spiegel, der nicht nur die Fähigkeit hat, mein Äußeres abzubilden, sondern mein Herz zum Vorschein zu bringen. Und das ist zuverlässig. Du stellst dich nie morgens vor den Spiegel und sagst, warum bist du heute so ungerecht? Warum bist du so unfair zu mir, dass du mich so belügst? So schlimm ist es doch gar nicht. Ja, es ist so schlimm. Und ohne Make-up und Co. ist es noch viel schlimmer. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes dient wie ein glasklarer Spiegel, ein untrügerischer Spiegel für unser Herz. Er zeigt mir das Herz, die Götzen meines Herzens auf und hilft mir gleichzeitig, diese zu überwinden. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich, 2. Timotheus 3. Zu was? Mich zu belehren. Aber dabei soll es nicht stehen bleiben. Das ist das Problem der meisten Bibelgemeinden, in Anführungszeichen. Dass wir das Wort Gottes einfach nur zum Lehren benutzen. Das ist nur der erste Schritt dieser Veränderung. Es soll mich belehren, aber dann soll es mich auch überführen. Soll mir zeigen, so ist richtig, so ist falsch. Und soll mich zu dieser Einsicht bringen, huch, er hat recht, ich liege falsch. Ich habe wirklich die Frau zu meinem oder ihre Anerkennung und ihre Zuneigung zum Götzen meines Herzens gemacht, zu meiner Zufriedenheit gemacht oder die selbsterziehenden Kinder und nicht Christus und seine Zuneigung und seine Liebe. Das Wort Gottes soll lehren, es soll überführen, dann soll es mich aber auch zurechtweisen, mich auf den richtigen Weg bringen, was ich wirklich tun soll, mich um ihn zu drehen, mich von ihm abhängig zu machen und du wirst nie enttäuscht werden. Und das Wort Gottes ist auch in der Lage, mich zu unterweisen in der Gerechtigkeit. Ich würde das heute mit Training übersetzen. Ja, wenn ich einmal laufe, 30 Minuten, dann hat das einen gewissen Einfluss auf meinen Körper, aber keinen großen. Wenn ich aber lerne, jeden Monat oder jede Woche zu joggen, dann hat das wirklich einen guten Einfluss auf den Körper. Das ist Training. Und so reicht es auch nicht, wenn du jemanden belehrst, überführst und zurechtweist, die richtige Richtung aufweist. Du musst auch damit rechnen, dass du selber und auch andere eine extra Meile gehen müssen in dieser wahren Anbetung. Das ist nichts, was über Nacht sich einfach nur durch Einsicht verändert und durch das richtige Erkennen. Versteht ihr? Das braucht Übung, das braucht Gymnastik, sagen wir heute dazu. Mich wirklich darauf zu trainieren, dass Christus der Grund meiner Anbetung ist. Es gibt viele Verse, die wir noch anführen können, um uns zu zeigen, dass das Wort Gottes wirklich wirksam ist und lebendig ist, um diesen Machtwechsel in uns zu vollbringen. Vielleicht schreibt ihr euch diese Verse einfach auf, Psalm 119, Vers 130 oder 5. Mose 17, die Verse 19 bis 20. Oder ihr könnt ja das Skript sowieso runterladen nachher vom Internet, www.bibelgemeinde.de. Psalm 19, Vers 8, Matthäus 4, Vers 4 oder Johannes 17, Vers 17. Der Herr Jesus, ich nehme nur den einen Vers, sagt in diesem hohepriesterlichen Gebet, heilige sie, was heißt Heiligung? Absondern von diesen Götzen hin zu dem wahren Gott, zu dieser wahren Anbetung. Heilige sie durch was? Heilige sie durch die Wahrheit. Und wo finden wir Wahrheit? Dein Wort ist Wahrheit. Nichts anderes und nichts weniger als das Wort Gottes hat Gott dazu bestimmt, um diesen Anbetungswechsel, der zu den vielen Konflikten mit meinen Mitmenschen führt, um diesen Anbetungswechsel in uns
voranzutreiben, ja, zur Erfüllung zu bringen. Dein Wort ist Wahrheit. Ich möchte mit euch, und dazu nehmen wir das Diagramm heute Abend, ich möchte mit euch einfach das, was wir bis jetzt gesagt haben, diese Lehre vom Herzen und wie die Konflikte in diesem Herzen tatsächlich entstehen, ich möchte die mit Hilfe von einem Schaubild euch nahe bringen. Vielleicht gebt ihr mir dann auch eins. Ich halte es dann hoch und ihr könnt es ja trotzdem sehen, auch wenn es so klein ist, weil ihr es nochmal vor euch habt. Schaut, wenn du, stell dir vor, und so war es jetzt bei mir kürzlich, und das habt ihr alle schon erlebt, stell dir vor, du bist in einer riesigen Stadt. Wie findest du dich in dieser Stadt zurecht? Es geht nicht ohne Karte oder ohne GPS. Das Dumme war nur, ich bin dort angekommen und mein GPS, mein Navi hat nicht funktioniert. Ja, dann hilft auch das beste Navi nichts, wenn es nicht funktioniert. Ich brauchte dann ein anderes Navi. Schaut, und dieses Schaubild, das soll einfach dazu dienen, dass wir das, was wir bis jetzt besprochen haben, besser verstehen können. Das soll wie als eine Landkarte funktionieren. Ja, und dieses Bild, ihr Lieben, ist kein Bild von einem guten Lehrer dieser Erde. Dieses Bild, was hier abgebildet ist, ist die Erfindung, wenn ihr so wollt, des besten Lehrers, die es überhaupt gibt. Gott selbst hat in Jeremia 17 zum Beispiel oder in Psalm 1 uns dieses Bild gegeben. Er selbst hat uns gezeigt, wie unser Herz aufgebaut ist. Und er selbst hat es mit einem Baum verglichen. Und dieser Baum, wir sehen hier, man nennt dieses Diagramm, das vielleicht zur Einführung, das soll uns, wie gesagt, als Karte dienen, damit wir einen Überblick haben. Man nennt dieses Diagramm auch das sogenannte Dreibaum-Diagramm. Ich habe das lange nicht verstanden, weil ich auf den ersten Blick immer nur zwei Bäume erkannt habe, weil ihr seht es hoffentlich, in der Mitte ist ein dritter Baum dargestellt. Es ist das Evangelium, das Fluchholz, das Kreuz Christi und damit das Evangelium dargestellt. Und deswegen reden wir bei diesem Diagramm von einem Dreibaum-Diagramm. Und ich möchte mit euch heute Abend dieses Dreibaum-Diagramm etwas besser, diese Karte praktisch, diese Navigation, die Gott uns hinterlassen hat in seinem Wort, diese Karte möchte ich mit euch besprechen. Nicht nur, damit wir die biblische Lehre des Herzens und wie wir wirklich funktionieren zusammenfassen, sondern auch vielleicht für die unter euch, die schon längst in dem Prozess stehen, dass sie, die das schon ein Stück weit verstanden haben und die auch in dem Prozess stehen, anderen zu helfen, dass sie eine Art Berichtswerkzeug haben. Schaut, wenn jemand auf mich zukommt und berichtet mir von einem Problem in seinem Leben, dann kann ich zumindest vor dem geistlichen Auge, da kann ich alles, was er mir sagt, kann ich in diesem Diagramm eintragen, kann es zuordnen. Was ist das wirklich? Ich mache das vielleicht am Ende nochmal deutlich, was wir eigentlich damit meinen. Wir haben durch Lukas 6 oder Markus 7, Vers 20 und folgende geklärt, woher stammt wirklich unser Verhalten? Unser Verhalten stammt aus unserem Herzens. Aus dem Herzen kommt das, was unser Leben antreibt. Nicht aus meinem Ehepartner oder nicht aus meinem Mitältesten oder nicht vom Arbeitskollegen, sondern im Letzten kommt mein Verhalten aus meinem Herzen. Ja? Und das ist die erste Botschaft dieses Diagramms. Ihr seht eine dicke Linie. Ja, das ist der Erdboden, soll dadurch dargestellt sein. Und dieser Erdboden trennt alles Äußere von dem Inneren. Genauso wie wir ja auch Äußeres haben, was der Nächste sehen kann, dazu gehört letztendlich auch mein Verhalten. Mein Verhalten gehört zum Äußeren. Ja, nicht nur jetzt mein Aussehen, sondern auch das, was ich tue, was andere wahrnehmen können. Das ist äußerlich. Denkt nochmal an die Pharisäer, das Dream Team. Ja, wir haben kein Dream Team heute. Die erste Reihe ist frei. Aber die waren immer ganz vorne dabei. Und trotzdem waren sie, also der Herr Jesus hat eine harte Diagnose für sie gehabt. Sie waren wie eine Otternbrut, wie ein Schlangengezücht. So hat er sie bezeichnet. Warum? Weil der Herr Jesus tiefer sehen konnte. Er konnte bis auf die Ebene ihres Herzens sehen. Er wusste, was sich wirklich in ihrem Herzen abgespielt hat. Und deswegen sind wir als Seelsorger und solltest auch du als Nachfolger Jesu oder als jemand, der Jünger macht,
Du solltest nicht so sehr dich darauf konzentrieren, was sich äußerlich abspielt, was andere vorgeben zu sein oder zu tun. Ja, selbst das Leben. Du kannst Kinder haben, die sind 18 Jahre hervorragend gelaufen. Und dann gehen sie ins Studium und auf einmal steht das Leben Kopf. Ja, warum war das so? Weil du letztendlich nur einen äußeren Käfig aufgebaut hast. Wie auch immer. Vielleicht durch Strafe, ja, und damit Angst vor Strafe. Oder durch ein falsches Verständnis von Selbstwertgefühl, ja, das ist ja unter deiner Würde so zu leben. Oder durch Menschenfurcht hast du vielleicht das geschafft, irgendwie, dass jemand gut läuft an der Oberfläche. Aber wenn das Wort nie ihr Herz erreicht hat, oder der Vater mit Hilfe des Wortes, oder die Mutter, oder der Älteste, der Hirte, oder die Jüngerin, die Jünger macht, sag ich mal, oder auch die jemanden betreut, wenn wir es nie schaffen, bis zum Herzen vorzudringen, dann haben wir nie letztendlich echte Veränderung geschafft. Dann war es nur Verhaltenstherapie. Ja. Das ist das Erste, was wir erkennen sollten. Es gibt ein Äußeres, und dazu gehört auch unser Verhalten, aber es gibt einen inneren Menschen, ein inneres Leben. Und das ist hier dargestellt. Mit einer Hand ist schwierig. Aus Jeremia 17 stammt dieses Schaubild, und deswegen möchte ich mit euch diese Verse lesen. Jeremia 17 lesen wir vielleicht lesen wir sogar ab Vers 1. In Jeremia 17, Vers 1 steht: Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze. Sie ist eingegraben in die Tafel ihres Herzens und an die Hörner eurer Altäre. Wie an ihre Kinder, so denken sie an ihre Altäre und an ihre Ascherim bei den grünen Bäumen und bei den hohen Hügeln, auf den Bergen im Gefilde. Dein Vermögen, alle deine Schätze, also das gehörte offensichtlich auch zu ihrem Götzen, zu ihren Altären, zu ihren eigenen, werde ich zur Plünderung preisgeben. Auch deine Höhen, um deiner Sünde willen, in deinem ganzen Gebiet, die in deinem ganzen Gebiet begangen wurde. Und du wirst, und zwar durch dich selbst, dein Erbteil loslassen müssen, das ich dir gegeben habe, und ich werde dich zum Sklaven deiner Feinde machen, in einem Land, das du nicht kennst. Denn ihr habt ein Feuer angezündet in meinem Zorn, es wird ewig brennen. Vers 5, so spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Seht ihr das? Der Herr redet von Anbetung und er verflucht den Mann, der etwas anderes anbetet als den wahren Gott. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Der Kontrast dazu: Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist, der beim Herrn seinen Trost sucht, der beim Herrn seine Zufriedenheit sucht, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es, wer kennt sich mit ihm aus? Ich will da nur eine Klammer machen. Wir sollen das Wort wirklich beim Wort nehmen. Der Herr redet hier von unserem Innersten und er warnt uns davor, wie gefährlich es ist, unser Vertrauen auf etwas anderes zu setzen als auf den Herrn. Aber er warnt uns nicht nur davor, vor dieser Gefahr, weil das eine führt zu einem dürren Strauch und das andere zu einem vollen, saftigen Baum, sondern er warnt uns auch davor, wie trügerisch das Herz ist. Schaut die Pharisäer an. Die Pharisäer glaubten wirklich, sie tun das Richtige. Und sie haben sich selbst total betrogen. Und auch wenn, darf ich das als Beispiel nehmen, auch wenn der Oliver nach Hause kommt und es ist ein großes Durcheinander, unser Herz ist trügerisch. Wir können sagen,
Ist es nicht richtig, dass hier Ordnung herrscht? Ja, das ist richtig. Habe ich nicht ein Recht darauf, angebetet, na, das sagst du nicht, aber habe ich nicht ein Recht darauf, dass die Frau das Haus in Ordnung hat und mich respektiert, weil ich das ja so möchte? Natürlich ist das biblisch. Aber wenn du das haben musst, um zufrieden zu sein, dann ist es zum Götzen geworden. Selbst die guten Dinge, das sollte jetzt die Klammer sein, selbst die guten Dinge, das ist ja was Gutes, wenn eine Frau mich respektiert und wenn sie ihr Haus in Ordnung hält. Das ist was Gutes. Aber selbst die guten Dinge können zum Götzendienst werden, wenn ich davon meine Zufriedenheit abhängig mache. Trügerisch ist das Herz mehr als alles. Unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar, um einem jeden zu geben, nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Also das erstmal als erstes. Wir sollen diesen inneren Menschen und diesen äußeren Menschen erkennen. Offensichtlich, nach Gottes Diagnose, leben wir aus unserem inneren Menschen. Was für Früchte wir tragen in unserem Leben, ist dem Herrn gar nicht so wichtig. Wichtig ist erst einmal, was unser Herz wirklich antreibt. Und er weiß, dass, wenn das Herz richtig ist, der Mund übergeht. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Also das ist der Zusammenhang, den uns das Wort darstellt. Und ihr Lieben, auch wenn das fast banal erscheint für uns Christen, das ist alles andere als simplistisch oder banal. Wisst ihr warum? Weil keine Anthropologie dieser Welt das wirklich deutlich erkannt hat. Keine. Und wenn sie noch so nah dran ist, ja, eine Verhaltenstherapie kommt schon nah dran. Aber Sigmund Freud zum Beispiel hat eine ganz andere Anthropologie gehabt. Und wenn wir weit vorspulen in unsere heutige Zeit, die Psychotherapie heute hat eine völlig andere Anthropologie. Wisst ihr, die sind konsequent. Die sind total konsequent. Die sagen, wir sind ja ein Produkt der Evolution. Und in der Evolution gibt es keinen Platz für einen Geist, für eine Seele. Im Letzten sind wir ein Zellknäuel. Die vornehmsten Zeitschriften, die wir nun mal haben in unserer Republik, kann man in jedem ICE lesen. Und da habe ich kürzlich erst, na gut, ist schon ein bisschen länger her, aber es ist schon Zeit, es war schon bestimmt jetzt ein Jahr her, aber da habe ich einen Artikel gelesen, dass sich die Gelehrten unserer Psychotherapie Gedanken darüber machen, hat der Mensch überhaupt eine Seele? Hat er überhaupt einen Geist? Und sie sind, nicht wenige, sind zu dem Schluss gekommen, er ist ein großes Zellknäuel. Also es gibt im Grunde genommen nur den äußeren Menschen. Und deswegen komme ich ja dann auch zur entsprechenden Therapie. Du hast heute fast nur noch eine Sitzung. Wir reden jetzt nicht über den Wert von Medikamenten in der Therapie. Medikamente haben zum Teil ihre Berechtigung, aber aus anderem Grund. Aber nach der Sicht der meisten Psychotherapeuten heute ist es nur folgerichtig, ihnen ein Medikament zu geben. Warum? Weil dein Zorn oder dein mangelndes Selbstbewusstsein ist ein stoffliches Problem. Das ist eine Fehlschaltung in deinen Synapsen. Also muss ich das auch medikamentös behandeln. Ja. Ich will euch nur damit sagen, es klingt banal, dass der Mensch aus seinem Herzen lebt, was er wirklich anbetet. Aber es ist einzigartig, was Gott uns in seinem Wort an Anthropologie hinterlassen hat. Es ist ein fester Anker, es ist wirklich Orientierung in dem Durcheinander, was an Störsendern, die die Welt heute aufgestellt hat, wie du wirklich funktionierst, was dich wirklich antreibt. Worauf setzt du wirklich deine Hoffnung? Wir wollen mit dem Uhrzeigersinn uns mal dieses Schaubild anschauen. Hast du schon mal gesagt, Oliver, der verträgt das, deswegen nehme ich dich jetzt einfach als Beispiel, hast du schon mal gesagt, dieser Mann, dieser Arbeitskollege, dieser Mitälteste, ja, hoffentlich nicht der Mitälteste, aber dieser Bruder, der treibt mich zum Wahnsinn. Ja, hast du schon mal gesagt. Dann kannst du das getrost hier oben eintragen. So einen Satz. Warum? Weil das nur dein äußerer Umstand ist. Das ist der Bruder, der tatsächlich auch objektiv sündigt, da ist gar keine Frage dran. Aber trotzdem geschieht das im Äußeren. Das geschieht nicht in deinem Herzen. Das ist außerhalb von dir. Deswegen kann man das als Sonne bezeichnen. Die Sonne kann wärmen, aber die Sonne kann auch quälen. Ja, das ist die Wetterlage, in der du lebst. Aber das ist äußerlich. Denk nochmal dran, wenn ich einen Schwamm, der mit blauer Tinte gefüllt ist, nur auspresse. Was kommt raus? Blaue Tinte. Das ist jedem klar. Warum kommt sie raus? Das ist den meisten nicht klar. Die meisten würden sagen,
weil ich den Schwamm gedrückt habe. Das stimmt aber nicht, weil blaue Tinte drin ist. Du kannst den gleichen Schwamm nehmen, einen exakt gleichen Schwamm, wo keine blaue Tinte drin ist. Und du drückst ihn und es kommt nichts, noch nicht mal ein Tropfen raus. Obwohl er dem gleichen Druck ausgesetzt ist, wie der Schwamm mit blauer Tinte. Die blaue Tinte sollte der Zorn gegenüber dem Arbeitskollegen darstellen, das hast du verstanden. Also trage bitte diesen anderen Mann als Sonne ein oder die Leiden oder der Druck, vielleicht auch Segnungen, ja, die aus Lebensumständen herrühren. Und diese Lebensumstände, natürlich führen die irgendwie zu einem gewissen Verhalten. Ja, das kann so aussehen, dass ich wie ein dürrer Baum bin, wie ein dürrer Strauch. Das kann aber auch so aussehen, dass ich wie ein, das Grün ist leider total daneben, das soll so ein richtig saftiges, dickes Grün sein. Und eigentlich müssten noch rote Äpfel drin hängen. Dann sieht es, also beim nächsten Mal wird es hoffentlich besser aussehen. Ja, diese Lebensumstände führen tatsächlich zu gewissen Früchten. Aber, also das soll hier dargestellt werden, was hast du gefühlt, welche Emotionen hast du gehabt, was hast du getan, welche Worte beschreiben dein Verhalten angebracht, was hast du gedacht, wie waren deine Einstellungen der Sache gegenüber. Das ist im Grunde genommen äußeres Verhalten, das ist Reaktion ja, auf das, was auf mich einströmt. Das ist aber immer noch in meinem Äußeren. Und die anderen Menschen, wir spulen mal vor hier bis zur 7, die anderen Menschen sehen auch meine Reaktion, aber die wissen nicht, warum ich so reagiert habe. Ja, der Oliver kann auch nach Hause kommen, sieht das Durcheinander und zieht sich zurück in sein Zimmer und schreit nicht und wird auch nicht laut und macht nichts Böses. Und trotzdem, seine äußere Reaktion war vielleicht sehr beherrscht, aber sein Herz war vielleicht trotzdem falsch. Ja, er brodelt eigentlich innerlich. Man müsste nur noch ein bisschen pieksen und dann explodiert er. Ja, versteht ihr? Also es geht nicht nur um das, was wir im Äußeren tun. Tatsächlich lebt der Mensch, und das wissen wir vom Wort her, der Mensch lebt aus seinem Herzen. Das ist das, wo sich die Wurzeln nach ausstrecken. Das, was den Wurzeln wirklich Kraft gibt. Das, was sie wirklich versorgt, diese Wurzeln. Und dann ist es sinnvoll, wie hier in 3 dargestellt, wenn wir uns die Frage stellen, was treibt dein Verhalten wirklich an? Oder vielleicht kann auch jemand mal zum Kopierer gehen. Ich habe noch 36 andere Fragen ausgedruckt, die euch helfen, das Herz besser zu verstehen. Oder haben wir sie schon? Die liegen da schon, okay. Was treibt dein Verhalten wirklich an? Was begehrst du wirklich? Was erwartest du wirklich? Was sind deine Wünsche? Was macht dich wirklich glücklich? Was macht dich wirklich zufrieden? Was erfüllt dein Herz wirklich mit Freude? Das sind die Fragen, die du dir stellen musst, wenn du verstehen willst, was treibt dein Herz wirklich an. Ja, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Warum will ich das Geld auch noch verdienen? Zum Beispiel. Ja, auch Besitz, auch Reichtum kann ohne jeden Zweifel zu einem Götzen werden. Geld an sich ist kein Problem. Ja, gerade, ich denke, das gibt es auch in Deutschland, aber auch in den Vereinigten Staaten habe ich viele Geschwister kennengelernt, die sehr vermögend sind und die trotzdem in einem Haus leben, was schlechter ist als viele unserer Häuser. Ja, der Besitz ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn mich das wirklich mit Zufriedenheit, wenn mich das wirklich mit Erfüllung ausstattet. Oder wenn ich sage, ich muss das haben, um wirklich glücklich zu sein. Wenn ich nicht wie mit Paulus sagen kann, hoch zu sein, war kein Problem. Er hatte Zeiten, wo er sehr viel hatte. Ist kein Problem. Und niedrig zu sein, wenig zu haben, war für ihn auch kein Problem. Warum? Weil das war nicht der Grund seiner Freude. Wenn du aber sagst, ich muss das haben, ich muss das und das haben, um wirklich glücklich zu sein, dann wird zum Beispiel die allerliebste Frau zum Problem. Ja, wenn ich sage, ich muss diesen Respekt haben, natürlich ist es gut, wenn man den bekommt, aber wenn du sagst, du musst ihn haben, um zufrieden zu sein, dann wird selbst die beste Frau, die wird zum Problem. Und das ist ein wahrer Grund für Konflikte in unserem Miteinander. Aber, und im Letzten, das seht ihr, was treibt das Herz an seit dem Sündenfall? 1. Mose 3 ist keine schöne Allegorie. 1. Mose 3 ist nach unserer Überzeugung ein Tatsachenbericht. Seit 1. Mose 3 versucht jeder Mensch, seine Erfüllung, sein Wohlgefallen
an etwas anderem zu finden, als am alleinigen wahren Gott, für den er aber eigentlich gemacht wurde. Deswegen, ich muss ja anbeten. Und seit 1. Mose 3 bin ich in der Lage, alles Mögliche, ob Gesundheit, ob Ansehen, ob Wohlergehen, ob Sport, ob Bildung, alles Mögliche kann ich in einen Götzen verwandeln. Und alle Götzen haben letztendlich in diesem ihre DNA, ihren Ursprung in diesem, wem will ich wirklich gefallen? Für wen möchte ich wirklich leben? Was macht mich wirklich zufrieden? Darf ich das so sagen? Warum streiten sich Frauen im Deko-Team? Wirklich? Weil grün besser ist als rot? Da kannst du lange diskutieren. Grün hat Gott gemacht und rot hat Gott gemacht. Es ist unmöglich. Aber mein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ich will mir gefallen und ich will mich durchsetzen. Und mein Wille soll bitteschön auch hier auf dieser Plattform geschehen. Und da soll die richtige Farbe zur Geltung kommen. Meine Farbe ist die richtige Farbe. Und das macht mich zufrieden. Und deswegen habe ich Streit im Deko-Team. Keine Ahnung, ich war lange nicht bei unseren Frauen. Ich hoffe, die haben nie Streit über die Deko. Aber es gab Gemeinden, die haben sich über den blauen oder über den roten Teppich gespalten. Deswegen haben wir keinen Teppich, deswegen haben wir Granit. Ja. Letztendlich ist der Antrieb in dem, seit 1. Mose 3, du wirst sein wie Gott. Du hast dich in den Mittelpunkt gestellt, an der Stelle, wo Gott eigentlich stand, vor 1. Mose 3. Bist aber immer noch das anbetende Wesen und betest jetzt letztendlich dich selbst an. Dieses Selbstgefallen, diese Selbstsucht, das ist die DNA, an der sich jede Sünde entzündet. Gott wiederum, die Menschen, die Menschen sehen das Äußere an, sehen die äußerlichen Gefühle an, die Symptome, die symptomatischen Gefühle auch, aber Gott sieht den inneren Menschen an. Er sieht die problematischen Angelegenheiten des Herzens. Und was muss geschehen? Natürlich, das sieht jeder, ich muss auf die andere Seite wechseln. Es muss ein Anbetungswechsel, es muss ein Seitenwechsel stattfinden. Ich muss wirklich lernen, meine Zufriedenheit in Gott zu haben. Und in Gott dürfen wir zufrieden sein. Da ist nichts, was fehlt. In Gott habe ich alles, was ich brauche. Denn er hat mir nicht nur mein äußeres Leben geschenkt. Er hat mir, obwohl ich nicht nach ihm gefragt habe, ich habe Gott nicht gesucht, hat er mich gesucht und hat sein Leben für mich gegeben. Ich bin in die Irre gegangen. Keiner sucht Gott. Jeder sucht diese Selbstgefahr. Aber Gott ist mir nachgegangen und hat sein Leben für mich gegeben. Ist ans Kreuz gegangen, um mich zu versöhnen mit einem Opfer, was jeden Schaden gut macht. Die Sünde der Vergangenheit, die Sünde meiner Gegenwart und die Sünden meiner Zukunft. Dieser Gott ist wirklich würdig, dass ich um seines Wohlgefallens lebe. Nur, und das wissen wir auch, und deswegen steht das Kreuz hier in der Mitte, dieser dritte Baum. Dieses Du musst reicht nicht aus, um zu einem gottgefälligen Leben zu kommen. Das ist eines der großen Zeugnisse nach dem Sündenfall bis zum Auftreten des Herrn Jesus. Das Gesetz, du musst, hat nicht die Kraft, um uns wirklich loszureißen von diesem Leben der Selbstanbetung hin zu einem Leben, was sich wirklich allein um Gott dreht. Lies die Geschichte Israels von Kapitel 12 aus 1. Mose bis Malachi, das Ende des Buches. Es ist nur Geschichte Israels. Und diese ganze Geschichte Israels ist eine Geschichte des ständigen Versagens und der ständigen Treue Gottes. Aber eines ständigen Zuchtmeisters hin auf, das Gesetz hat es nicht. Es ist nicht in uns drin, sie uns loszureißen von diesem, ja, ich will für mich leben. Israel ist immer wieder in Götzendienst gefahren. Immer wieder hat Israel sein Herz an irgendwas anderes gehängt. Ja, das ging ja schon gleich los. Ach, wären wir nur in Ägypten gestorben. Ja, die Fleischtöpfe Ägyptens waren viel besser als das, was du uns Gott zu bieten hast. Und deswegen ist das Kreuz nicht nur wichtig, es ist unausweichlich. Das Kreuz steht zu Recht in der Mitte dieses Dreibaum-Diagramms. Dieses Du musst, Oliver und Mike, macht uns nicht frei von diesem selbstsüchtigen Leben. Ich muss diese Herzensprobleme anerkennen, die ich habe. Und ich muss von diesen Götzen, die mein Herz regiert haben, umkehren. Darüber muss man Buße tun. Ich muss natürlich diese Einstellung, diesen Wunsch anziehen, Gott zu gefallen. Aber dazu brauche ich Kraft.
Und diese Kraft ist nicht im Gesetz zu finden. Weil das Gesetz rechnet nur mit deinem Gehorsam, mit deiner Stärke, mit deiner Kraft. Und das ist zu wenig. Ich vermag es nicht. Ich vermag mich nicht selbst zu lösen von diesem selbstsüchtigen Leben der Selbstanbetung. Ich kann es nicht. Oder ich sage es mit anderen Worten, ich muss ja anbeten und ich brauche ein Objekt der Anbetung, was stärker ist als dieses Objekt der Selbstanbetung, der Selbstliebe. Ich brauche nur eine stärkere Liebe macht mich frei von dieser Selbstliebe, in der jeder Mensch Kraft seiner Geburt und seines Gefallenseins gefangen ist. Und diese stärkere Liebe hat uns der Herr Jesus Christus gezeigt und bewiesen. Es ist keine Frage, ob Gott mich liebt. Es ist die Frage, ob ich geöffnete Augen des Herzens habe, um zu verstehen, mit welcher Liebe mich Gott damals wie heute bis in alle Ewigkeit liebt. Deswegen steht in Rot drunter, leider ist es ziemlich klein, aber es steht in Rot drunter als Basis, dieser Anbetungswechsel, dieser Machtwechsel von selbst, also ich muss die Richtung wechseln von da nach da, von Selbstgefallen zu Gottgefallen. Diese Kraft, die kommt nur aus der Gnade. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen jeder Art, ob hoch, ob niedrig, ob alter Mann, bitte im Kontext auslegen, oder ob junger Mann, ob alte Frau oder ob junge Frau. Allen Menschen ist die gleiche Gnade erschienen. Und allen Menschen soll sie helfen, dieses selbstsüchtige Leben der Selbstverherrlichung in den Tod zu geben, dieses Leben zu verleugnen und einem anderen nachzufolgen. Und das kann die Gnade, das kann wirklich das Kreuz, das kann Christus mit seiner Liebe, die uns bewiesen hat, bis in den Tod. Eine größere Liebe hat kein Mensch. Und Gott selbst, der nicht nötig hatte, zu sterben. Wenn Gott Gerechtigkeit gewollt hätte, dann hätte er mich verdammt und er wäre auf ewig im Recht gewesen. Aber Gott wollte keine Gerechtigkeit. Gott wollte Gnade. Deswegen hat er sein Leben gegeben. Und an dieser Gnade kann ich heil werden. An diesem Kreuz kann sich eine Liebe entzünden, die stärker ist, als diese Liebe mir selbst zu gefallen. Dieses Evangelium hat die Kraft, mich auf die andere Seite zu ziehen und mich wirklich von Herzen dafür zu entscheiden, nein, ich möchte um Jesu Willen leben. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Wir lassen es dabei. Die Frau, die ist nicht nur unorganisiert und es ist nicht nur ein Chaos abends, die macht es auch noch schuldhaft. Da ist wirklich Sünde mit im Spiel. War bei mir, ist Christus für mich gerechter gestorben? Christus ist wirklich für einen Sünder gestorben. Und was ist jetzt mein Auftrag? Ich soll doch Christus um Jesu Willen leben, ich soll ihn verherrlichen. Ja, wie viel mehr kann ich ihn jetzt verherrlichen, weil es Sünde auf dieser Erde gibt? Kannst du das verstehen? Weil wie verherrlicht dann Christus? Ich verherrliche ihn, indem ich das tue, was er tut, indem ich so lebe, wie er gelebt hat. Was hat er getan? Er hat den Sünder geliebt. Wenn ich jetzt den Sünder, oder darf ich das sagen, wenn ich jetzt die Sünderin trotzdem, das ist das große Wort des Evangeliums, wenn ich jetzt die Sünderin trotzdem aufrichtig liebe oder den Sünder, ja, jeder verheiratet hat auch die andere Seite, trotzdem liebe, dann lebe ich ja genau das, was Christus gelebt hat. Dann lebe ich ultimativ zur Verherrlichung dieses Herrn, der mich zuerst geliebt hat. Also, wahre Veränderung muss sich im Herzen abspielen. Und da ist dieser Hunger da. Ich möchte vielleicht schließen mit einer Seelsorge, mit dem Seelsorgegespräch, was der Herr Jesus Christus selbst geführt hat, um genau das deutlich zu machen. Alles, was da drin steckt, studiert es in Ruhe. Ich kann das nicht so ausführlich machen, aber studiert Johannes 4, die Begegnung vom Herrn Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen. Studiert das mal in Ruhe. Er ist der Initiator, das ist schon mal gut. Er geht auf uns zu, nicht wir auf ihn. Er spricht die Frau an und sagt, gib mir Wasser. Und sie fragt sich, wie sprichst du mich an? Und das müssen wir uns auch fragen. Warum spricht Gott uns überhaupt an? Wir sind völlig unwürdig. Wie diese Frau als Samariterin. Die war ja doppelt und dreifach, wenn man dann noch ihr Herz kannte,
wie sie ihr Leben gelebt hat. Die war doppelt und dreifach unwürdig, angesprochen zu werden. Aber der Jesus hat dich angesprochen. Und er spricht jeden Menschen an. Er möchte dich ansprechen. Er möchte dein Herz. Ja, und das verwundert diese Frau. Und dann sagt er zu ihr, also vielleicht schlagen wir doch Johannes 4 auf, damit ich wenigstens die richtige Reihenfolge im Kopf habe. Da sagt er zu ihr, dass er die Kraft hat, ihr lebendiges Wasser zu geben. Das habt ihr eben schon gesehen. Dieses lebendige Wasser ist dieses Anbetersein und sich um das wahre Objekt der Anbetung drehen. Wirklich Christus kennenlernen, wie er wirklich ist und ihn darüber lieben lernen. Das ist das höchste Gebot. Was ist das höchste Gebot? Das war eine Versuchung. Und der Herr Jesus konnte antworten. Das Wichtigste in deinem Leben ist es, Gott kennenzulernen und von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft, das ist alles der innere Mensch, zu lieben. Das ist das Höchste. Das ist deine Berufung. Das ist das wahre Leben. Und das will der Herr Jesus ihr hier klar machen. Und wie macht er das? Er sagt, geh, hole deinen Mann. Hol deinen Mann. Und dann sagt sie, und das machen die alle Abhängigen, die antworten mit halber Wahrheit, ich habe keinen Mann. Hast recht gesprochen. Ja, du hast keinen Mann. Hast 5 Männer gehabt. Und den, den du jetzt hast, der ist auch nicht dein Mann. Die Frau suchte. Die Frau will anbeten. Die Frau musste anbeten. Aber sie hat einen Götzen aufgerichtet. Sie hat ihre Erfüllung in der Sexualität mit Männern gesucht. Oder in der Beziehung mit Männern. Oder in der Anerkennung von Männern. Oder in was auch immer. Aber im Letzten war es Selbstanbetung. Sie suchte diese Anerkennung für sich. Und der Jesus sagt ihr, darin gibt es keine Erfüllung. Das sind Zisternen, das sind gerissene Zisternen. Das würde ich nie erfüllen. Du kannst noch 1000 Männer haben. Das würde ich nie erfüllen. Aber wenn du lebendiges Wasser trinkst, wenn du mich kennenlernst und meine Liebe für dich kennenlernst, die bringt dich zur Ruhe. Dann bist du angekommen. Und dann kann diese Liebe sogar überspringen auf den Nächsten. Dann kannst du mit dieser Liebe andere lieben und kannst ihnen sogar geben. Und muss nicht mehr dieser krankhafte Nehmende sein. Also der Herr Jesus ändert überhaupt nicht, das wollte ich eigentlich mit diesem Beispiel von Johannes 4 zeigen. Der Herr Jesus springt nicht in diesem Seelsorgegespräch. Der ändert auch nicht das Thema. Das Thema ist Anbetung. Und der Herr Jesus zeigt ihr den Götzen ihres Herzens. Ich muss auf die Seite zeigen, von euch aus gesehen. Er zeigt ihr den Götzen ihres Herzens und er zeigt ihr auch den wahren Gott, den sie kennenlernen soll und kennenlernen darf, der vor ihr steht. Wenn sie sich zu ihm bekehrt, wenn sie für ihn lebt, wenn sie für seine Begeisterung lebt, wenn sie seine Liebe, sich von seiner Liebe anzünden lässt, die auch er ihr am Kreuz nachher bewiesen hat, dann macht sie das frei von diesem alten Götzendienst. In dem Fall waren es ihre Männer. Es geht um wahren Gottesdienst. Und wahrer Gottesdienst, sagt der Jesus dann ganz klar, der findet nicht hier in diesen Räumen der Bibelgemeinde Nordrhein statt. Der findet auch nicht in Jerusalem statt. Wahrer Gottesdienst findet in deinem Geist, in deinem Herzen statt. Wenn dieser Wechsel, oh jetzt weiß ich nicht, wo ich es hingelegt habe, aber ihr habt es vor Augen, wenn dieser Wechsel stattgefunden hat, wenn ich mich wirklich um ihn drehen möchte, wenn ich ihm gefallen möchte, wenn mir das wichtiger ist, als meine Freunde, die Anerkennung meiner Freunde, ich muss mal wieder zu euch gucken, was euch bewegt. Ja, du willst ja akzeptiert sein, du willst die richtigen Schuhe anhaben, du willst die richtigen Klamotten haben, die richtige Brille aufhaben, alles so richtig. Ja, warum willst du denn das? Weil wir das Falsche anbeten. Wir beten die Anerkennung der Freunde an. Und warum beten wir das an? Im Letzten, weil wir uns anbeten. Weil wir uns so sehr lieben, weil wir uns so wichtig sind, suchen wir diese Anerkennung der anderen. Der Herr Jesus kennt dich. Der weiß, wie verdorben dein Herz ist. Und das große Wort des Evangeliums ist, und er liebt dich trotzdem. Und dieses Trotzdem, was in Titus 2 zum Beispiel drinsteckt, dieses Trotzdem macht dich frei von dieser götzendienerischen Selbstanbetung und wo du alles Mögliche zum Götzen machst. Und dieses, vielleicht finde ich es ja doch noch, ja, und dieses neue Leben in Christus,
diese neue Identität, wenn du so willst, so sagt es Paulus mehrfach, dieses in Christus geborgen sein, dass er dir seine Gerechtigkeit geschenkt hat. Dieses neue Leben, das birgt wirklich das Potenzial, Früchte zu bringen, die mit dem Baum verbunden sind und die saftig sind und die gut sind, die dann andere Menschen auch sehen können und genießen können. Aber es geht nicht anders als über einen Anbetungswechsel in unserem Herzen. Ich hoffe, dass ihr verstehen konntet, wie viel diese Anthropologie, so will ich es nennen, ja? Anthropologie ist die Lehre, wie der Mensch wirklich funktioniert, wie der Mensch aufgebaut ist und wie er funktioniert. Ich hoffe, dass diese biblische Anthropologie euch geholfen hat, nicht nur euch selbst besser zu verstehen, sondern auch im Grunde genommen, wie Jüngerschaft vonstatten geht. Jüngerschaft ist der permanente Wechsel von rechts nach links. Ja? Weil das hört nicht auf. Ich muss immer wieder das Kreuz in der Mitte meines Lebens haben. Ich muss meine Liebe immer wieder an seiner Liebe neu anzünden. Es geht nicht anders. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das tägliche ist eine große Bürde, wenn du willst. Das tägliche ist aber auch unendlicher Trost. Das heißt, Gott ist mit dir, Oliver, und mit mir nie fertig. Kein Problem. Wir haben immer wieder Ecken in unserem Herzen, wo wir neue Götzen entdecken, wo wir neue Bereiche entdecken, wo die Gnade in Christus nicht genug ist, sondern wo wir andere Sachen anbeten. Und täglich darf ich wieder rüberwechseln und darf auch in dem Punkt sagen, nein, das ist nicht das Wichtigste in meinem Leben. Das Wichtigste ist, dass du, Herr Jesus, mir wohlgesonnen bist. Und das hast du mir bewiesen. Durch dein Kommen, durch dein Sterben und durch dein für mich Auferstehen. Und in dir bin ich gestorben und in dir bin ich auferstanden. Und das ist genug. Und für dich will ich leben. Ich will meine Identität, ich muss ja anbeten, das möchte ich für dich einsetzen. Und das wird dann sichtbar natürlich in meiner Beziehung zu anderen Menschen. Ja, das sind dann Nutznießer des Ganzen. Aber das ist nicht der wahre Kern, das können wir auch hier oben produzieren. Mit Zuckerbrot und Peitsche. Das ist nicht das Wahre. Das Wahre ist, dass der Anbetungswechsel unten stattfindet und sich die Früchte natürlich erzeugen. Ja, wirklich aus meinem Herzen heraus. Schön. Ich denke, damit haben wir genug gesagt. Ich möchte schließen mit diesem Vers aus Titus 2. Und ich gebe euch auch eine Hausaufgabe mit. Nehmt mal bitte diese 33 oder 36 Fragen, die ihr in den Händen haltet. Und ihr müsst sie nicht alle beantworten, weil viele werden sich wiederholen in eurem Leben. Aber geht wirklich mal in der Stille durch diese 36 Fragen und versucht sie zu beantworten. Was treibt mich wirklich an? Hab keine Angst, neue Ecken deines Herzens zu entdecken. Ja, weil das Kreuz, die Gnade, ist größer. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Denkt an das, was er vorher gesagt hat. Allen Menschen, auch dir. Und diese Gnade nimmt uns in Zucht. Das steht wörtlich da. Diese Gnade unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit, die weltlichen Begierden, dieses Leben für uns selbst verleugnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, erwarten, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei zu guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Amen. Amen. Ich bete noch mit uns und dann seid ihr entlassen. Ihr dürft aber gerne noch Gebrauch machen von Kaffee und Tee und was immer bereitet ist.
Herr Jesus Christus, wir wollen dir gerade besonders in dieser Adventszeit umso mehr Danke sagen, dass du mitten unter uns gekommen bist, dass du in unsere Selbstsucht, in unsere Selbstanbetung gekommen bist, dass du dir Weg gebahnt hast und dass du dein Leben dafür gegeben hast, Herr, dass du ja, aus Liebe dein Leben für unsere Selbstsucht, für unsere Selbstanbetung hingegeben hast. Und ich danke dir auch, dass deine Gnade, deine Liebe, deine Freundlichkeit, deine Güte, dass das der wahre Grund ist und die wahre Kraft ist, die uns frei macht von diesem alten Leben der Selbstanbetung, der Selbstliebe. Danke, dass wir was Neues finden durften in dir, was stärker ist als unsere Selbstsucht. Und ich bitte dich, dass du mir und auch uns hilfst, wirklich auf der Ebene unseres Herzens immer wieder diesen Anbetungswechsel zu vollziehen, unsere Götzen zu erkennen und abzulegen und den wahren Gott, der wirklich würdig ist, zu nehmen, Macht und Ehre und Reichtum und Stärke, immer wieder neu, ja, uns für dich zu begeistern und dich anzubeten. Hab Danke für deine Gnade und für deine Langmut über uns und deine Geduld.